Guten Abend zu ATV Nachrichten. Wir bringen Sie jetzt am Freitagabend zum Feierabend auf den neuesten Stand der Geschehnisse in der Region. Europa vor der Wahl. Renommierter Europawissenschaftler spricht mit ATV über die wichtigsten Themen. Rettung aus der Luft. Oberallgäuer Feuerwehren üben das Löschen im Bergwald. Und auf Sonne hoffen. Am Wochenende beginnt vielerorts die Freibadsaison. Blitzschlag, eine brennende Zigarette, Glasscherben. Oft sind es nur Kleinigkeiten, die ein großes Feuer entzünden können. Wenn es brennt, dann geht es oft um Sekunden. Je schneller die Einsatzkräfte vor Ort sind, desto besser. Doch genau das ist im Allgäu manchmal schwierig. Denn wenn es beispielsweise im Bergwald brennt, kommen die freiwilligen Feuerwehren alleine oft an ihre Grenzen. Da hilft nur noch Löschen aus der Luft. Über 100 Feuerwehrleute aus dem Oberallgäu haben das heute für den Ernstfall geübt. Hubschrauber kreisen über dem Riedbergpass. An die 100 Rettungskräfte sind im Einsatz. Was wirkt wie ein Katastrophenfall, ist heute zum Glück nur eine Übung. Das Szenario? An einigen Stellen in einem Schutzwald sind Feuer ausgebrochen. Diese müssen nun von Feuerwehr, Bergwacht und Polizei gelöscht werden. So sollen nicht nur die Löschtechniken, sondern vor allem auch die Zusammenarbeit der einzelnen Rettungskräfte geübt werden. Wir üben mit der Feuerwehr Oberstdorf und Kempten, die Stützpunkt für Außenlastbehälter, Waldbrandbekämpfung aus der Luft sind, die Waldbrandbekämpfung eben im schwierigen Gelände, im Gebirge, um die Waldbrandbekämpfung von Schutzwäldern, wie wir es im Allgäu haben, zu gewährleisten, dass es auch funktioniert. Unterstützt werden wir von den Feuerwehren Balderschwang, Obermeisterstein und Polsterlang, weil die hier für dieses Gebiet zuständig sind. Da die Brandherde schlecht zugänglich sind, erhalten die Feuerwehren Unterstützung aus der Luft. Hubschrauber bringen die Einsatzkräfte an ihren Einsatzort und versorgen sie mit Geräten und Löschwasser. Dafür gibt es einen zentralen Landeplatz in der Nähe eines Bachs. Mit speziellen Pumpen wird das Wasser in Außenlastbehälter gepumpt und so von den Hubschraubern transportiert. Jeder Behälter fasst etwa 1,5 Tonnen Wasser. Keine einfache Aufgabe für die Piloten. Das ist jetzt die Bundespolizei. Im Ernstfall ist es so, dass die Bundespolizei, die Polizeihubschrauberstaffel Bayern oder die Bundeswehr und die private Firma Helix hier uns unterstützen. Koordiniert wird die Übung von einer mobilen Einsatzzentrale aus. Hier laufen alle Funkmeldungen zusammen und die Teams können entsprechend der Lageberichte eingeteilt werden. Obwohl es sich heute um einen großen Einsatz mit rund 100 Beteiligten handelt, läuft alles reibungslos. Auch der Kreisbrandinspektor zeigte sich zufrieden. Durch das, dass sich das Wetter jetzt noch so toll gerichtet hat, seit 11 Uhr sind wir sehr zufrieden. Wir können alles üben, was wir müssen und wollen. Und die Mannschaft ist auch motiviert. Durch das passt es ganz gut. Brände, wie sie beim heutigen Szenario simuliert werden, passieren zum Glück selten im Allgäu. Ganz auszuschließen sind sie aber nicht. Meistens haben sie natürliche Ursachen. Das ist eigentlich bei uns meistens Blitzschlag. Fahrlässiges Verhalten auch manchmal, wenn die Leute Zigarettenkippen im Wald wegschmeißen oder auf dem falschen Parkplatz parken, wo dann der Auspuff was entzündet. Aber meistens ist es Unwetter, Blitzschlag, wo dann was passiert. Bei Hitze und Trockenheit genügt oft schon ein kleiner Funke. Dann kann es im Bergwald brennen. Bei heißem Wetter ist im Sommer also Vorsicht geboten, wenn sie sich in der Natur aufhalten, damit die Rettungsflieger auf dem Boden bleiben können. Ein Koffer ohne erkennbaren Besitzer hat gestern Nachmittag das Landratsamt Sonthofen lahmgelegt. Ein Angestellter hatte das Reisegepäck auf dem Gang gefunden, anscheinend herrenlos. Dann ging es los. Die Polizei rückte an und räumte das Gebäude. Dann wurde aber schnell klar, dass eine Mitarbeiterin einer anderen Behörde den Koffer nach einem Besuch vergessen hatte. Und gleich bei uns, nach den Vorwürfen der Pilotenvereinigung Cockpit, erwägt der Allgäu Airport jetzt rechtliche Schritte gegen die Vorwürfe. Es gäbe Sicherheitsmängel auf dem Memminger Flughafen. In wenigen Augenblicken mehr. Leckeren Käse und viele weitere Markenprodukte preisbewusst einkaufen bei Edelweiss im Factory Outlet Center in Kempten. Gut geht's uns schon, uns Allgäuer. Unsere Heimat, unsere Natur und unsere Traditionen gibt's kein zweites Mal.
und erst unsere Leid. Die denken sich lieber mehr, als sie sagen. Gern bei einem Allgäuer Büblebier, unserem Bier. Allgäuer Büblebier aus dem Allgäuer Brauhaus. Unser Bier. Kessler. Wir liefern Energie für Ihr Zuhause. Zu günstigen Tarifen und fairen Konditionen. Wir sind immer da, wo Sie uns brauchen. Ob Heizöl, Strom, Erdgas oder Pellets. Wir sind ein Partner, auf den Sie sich verlassen können. Wir sind der Energielieferant für das Allgäu. Plenum TV. Wir befragen Ihre Volksvertreter zu den Themen Ihrer Region. Plenum TV berichtet für die bayerischen Regional-TV-Sender aus dem Bayerischen Landtag. Unsere Korrespondenten und Kamerateams sind an jedem Plenumstag für Sie im Einsatz. Weil Politik im Freistaat alle angeht. Plenum TV. Er ist der Charmeur des deutschen Schlagers. Patrick Lindner. Das Beste aus 25 Jahren. Inklusive des brandaktuellen Albums Nur mit deiner Liebe. Jetzt überall erhältlich. Jetzt finden Sie einfach und schnell Ihr neues Zuhause. Das Allgäuer Immobilienangebot in einer Online-Suche. Immobilien.all-in.de. Die neue Immobilienbörse der Allgäuer Zeitung. Immobilien.all-in.de. Die Meldungen des Tages. Der Allgäu Airport prüft rechtliche Schritte gegen die Pilotenvereinigung Cockpit. Grund sind die immer wiederkehrenden Vorwürfe, der Flughafen sei nicht sicher. Das stimme nicht und sei geschäftsschädigend, so Allgäu Airport Geschäftsführer Ralf Schmid. Er lasse prüfen, ob man sich diese Vorwürfe jedes Jahr gefallen lassen müsse. Wie berichtet, verteilt die Pilotenvereinigung Cockpit jedes Jahr Mängelsterne an kleine Flughäfen. Dabei geht es vor allem um fehlende Lichter und mangelnde Rollwege parallel zur Start- und Landebahn. Beides sei bei nur 15 bis 20 Starts und Landungen am Tag nicht nötig, so Schmidt. Auch Cockpit gibt zu, dass die kleineren Flughäfen den gesetzlichen Vorgaben entsprechen, spricht aber von höheren Ansprüchen, die die Piloten hätten. Wer auf den Gründen will, muss künftig wohl laufen. Die Gründenseilbahn des Bayerischen Rundfunks kann von Einheimischen und Touristen ab sofort nicht mehr genutzt werden. Nachdem ein Mitarbeiter in Rente ging, stünde dem BR nicht mehr genügend Personal zur Verfügung, um den öffentlichen Seilbahnverkehr aufrechtzuerhalten. Ein Vertrag, nachdem die Gemeinde Rettenberg am Publikumstag den Seilbahnbetrieb übernimmt, wurde von der Regierung von Oberbayern nicht genehmigt. Dem Vorschlag der Gemeinde, ausgebildete Mitarbeiter für die Bahn abzustellen, lehnt der Bayerische Rundfunk ab. Bislang konnte die Öffentlichkeit die Bahn einmal in der Woche nach Voranmeldung nutzen. In Kempten ist heute das erste Projekt des Ille-Erleben-Konzepts offiziell eröffnet worden. Sitzstufen im Altstadtpark sollen zum Verweilen am Fluss einladen. Außerdem wurde ein Spielplatz neu gestaltet. Es ist ein erster Schritt in diesem Gesamtprojekt Ille-Erleben. Und das passt. Wir haben eine attraktive Aufenthaltsqualität hier geschaffen. Und man sieht es auch an den vielen Leuten, die heute gekommen sind, aber auch schon im Vorfeld diesen Platz nutzen. Und das ist eigentlich der Wunsch, den ich habe, dass Kinder, Familien, Jugendliche, ältere Leute sich einfach gut gehen lassen können hier und die Ille erleben können. Ille erleben ist im Jahr 2011 von den Altstadtfreunden und der Stadt Kempten ins Leben gerufen worden. Ziel ist es, die Iller stärker mit der Innenstadt zu verbinden. Dafür sind nach und nach mehrere Projekte geplant. Der Landtagsabgeordnete der SPD Paul Wengert unterstützt die Petition gegen den Approbationsentzug eines Kaufbeurer Arztes. Dieser hatte Fehler bei der Vergabe von Ersatzmedikamenten an Drogenabhängige gemacht und war dafür verurteilt worden. Zusätzlich entzog ihm die Regierung von Schwaben die Zulassung. Er könne bei der Entscheidung der Regierung keinerlei Abwägung und Würdigung der Gesamtpersönlichkeit des betroffenen Arztes erkennen, so Wengert. Und das, obwohl diesem ausdrücklich an Beurteilungsspielraum zustehe.
Wengert hat den Verdacht, dass die Verfolgung substituierender Ärzte im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben-Südwest besonders hoch sei. In anderen Regionen würden solche Ermittlungen häufiger mit Einstellung des Verfahrens enden, so Wengert, der sich dabei auf Anschreiben von Innenminister Herrmann beruft. Tödlicher Badeunfall gestern im Kaufbeurer Freibad. Dort wurde ein 49-jähriger Mann am späten Nachmittag leblos am Beckenboden entdeckt. Trotz unverzüglicher Bergung und sofortiger Wiederbelebung starb er noch am selben Abend im Krankenhaus. Ein Fremdverschulden schließt die Polizei aus. In Bad Wörishofen wird derzeit über die Einführung einer Sicherheitswacht diskutiert. Zwar liegt die Kriminalitätsrate in der Kurstadt eher am unteren Ende, trotzdem hat der Hauptausschuss dem Stadtrat jetzt empfohlen, künftig auch Bürger für mehr Sicherheit auf die Straße zu schicken. Sicherheitswachten gibt es bereits in anderen Allgäuer Städten. Die besonders geschulten Bürger haben zwar nicht dieselben Befugnisse wie die Polizei, sollen aber vor allem durch ihr wachsames Auge Konflikte und Straftaten verhindern. Mitglieder der Sicherheitswacht dürfen auf frischer Tat erwischte Straftäter zum Beispiel so lange festhalten, bis die Polizei kommt. Die Wacht darf auch Personalien feststellen oder Platzverweise erteilen. Ob die Sicherheitswacht in Bad Wörishofen tatsächlich kommt, darüber muss am Ende der Stadtrat entscheiden. Bei dem Versuch, einen Hundewelpen im Internet zu kaufen, ist eine Memmingerin um 600 Euro geprellt worden. Die Rentnerin hatte sich für eine 12 Wochen alte französische Bulldogge entschieden, die angeblich in Schweden gezüchtet wurde. Ankommen sollte das Tier per Flugzeug am Allgäu Airport. Dafür überwies die Frau 200 Euro per Western Union an eine Person in Kamerun. Am Tag darauf erhielt sie einen Anruf, der Hund befinde sich aktuell in Belfast und benötige eine spezielle Transportkiste. Dafür überwies die Frau nochmal 400 Euro nach Kamerun. Als sie kurz darauf noch einmal einen Anruf erhielt, in dem von einer Versicherung für das Tier in Höhe von 1.600 Euro die Rede war, wurde die Memmingerin hellhörig. Sie bezahlte nicht mehr, das Tier wurde aber auch nie geliefert. Gleichzeitig mit der Europawahl am Sonntag finden in einigen Allgäuer Gemeinden auch Bürgerentscheide statt. In Bad Grönenbach ist die Bevölkerung beispielsweise aufgerufen, darüber abzustimmen, ob ein neuer Supermarkt am Ortsrand gebaut wird oder nicht. Gegner des Bauantrags sagen, ein Neubau sei nicht nötig, weil das bestehende Angebot im Ortskern ausreichend sei. Der dortige Einzelhändler will sein Geschäft aber schließen, um am Ortsrand ein größeres Geschäft zu eröffnen. Auch in Ronsberg gibt es am Sonntag einen Bürgerentscheid. Dabei geht es darum, ob der im November gefällte Beschluss des Gemeinderates, sich der Verwaltungsgemeinschaft Obergünzburg anzuschließen, wieder aufgehoben wird. Die Gemeinde wollte damit Geld sparen. Gegner fürchten um die Unabhängigkeit des Ortes. Der ESV Kaufbeuren bastelt bereits an seinem Kader für die kommende Spielzeit. Der Verein meldet jetzt die Verpflichtung des Verteidigers Gregor Stein. Der 25-Jährige kommt aus Kassel. Ja, wann Sommeranfang ist oder von wann bis wann ein Freibad geöffnet hat, ist den für das Wetter zuständigen höheren Mächten egal. Das Wetter hält sich leider nicht an vorher festgelegte Daten. Bei einem Termin wäre das aber ganz schön. Am Samstag beginnt nämlich in Memmingen die Freibadsaison. Mein Kollege Boris Weltermann war heute einen Tag vor der Eröffnung dort und hat sich umgeschaut, was kurz vorher noch alles erledigt wird. So viel darf ich schon verraten, das Wetter hat noch nicht mitgespielt. Nein, so richtig nach Freibadwetter sieht das nicht aus. Obwohl, die ersten Besucher des Memminger Freibades sind schon da. Ansonsten ist hier noch groß Reinemachen angesagt. Mensch und Maschine haben noch alle Hände voll zu tun. Das gilt auch für alles, was sich außerhalb des Schwimmbeckens befindet. Denn schon morgen wird das Memminger Freibad eröffnet. Ja, und jetzt stehen wir hier im Freibad in Memmingen, auch wenn es, wenn man sich mal genau überlegt, vielleicht ein Dach vertragen könnte heute. Bei mir ist Herr Spöttle und Herr Klose. Herr Spöttle, an Sie vielleicht gleich die erste Frage. Einfach Wasser reinlaufen lassen und zwei Tage heizen, damit ist es nicht getan, oder? Nein, damit ist es bei weitem nicht getan. Ich war mit vier Kollegen jetzt vor Ort
und habe also 6 Wochen gebraucht, um das Bad in den Zustand zu versetzen. Allein 3 Wochen für das Putzen der Becken. In dem Becken befindet sich natürlich dann über den Winter sehr viel Dreck. Da fällt Laub rein, es entstehen Algen. Und das muss dann alles wieder rausgeputzt werden, entfernt werden, sodass sie in dem Zustand sind, wie sie jetzt sind. Und dann werden sie mit schönem, klarem Wasser befüllt, geheizt und dann können die Leute zum Baden kommen. Waren die denn im Winter über auch gefüllt mit Wasser? Ja, die waren im Winter gefüllt. Das muss so sein, denn sonst würden die Becken ausgefrieren und würden platzen. Dann könnte man sie nicht mehr benutzen. Da wird dann in die Becken wird eine Enteisungsanlage eingebaut. Je eine Längs- und eine Querseite bleibt dadurch frei, sodass das Eis keine Spannungen aufbauen kann und die Becken nicht beschädigen. Okay, jetzt noch an Herrn Klose habe ich noch die Frage. Es ist ja auch mit dem Becken an sich nicht getan. Da ist ja außenrum noch eine Menge zu tun. Was haben Sie denn getan die ganze Zeit? Also die Pflege der Außenanlagen muss man ja loslegen. Frühzeitig natürlich dann auch. Mäharbeiten, Hecke schneiden, schieben wir noch ein bisschen. Aber Bäume entasten, also Totholz rausschneiden, neu pflanzen. Dann die Spielgeräte sollten hergerichtet werden, kontrolliert werden. Eventuell muss man was malen, ausbessern, aufmontieren, so wie die Schaukelanlagen. Aber das sind ja alles Sachen, die irgendwie mit dem Schwimmbad an sich gar nichts zu tun haben, ne? Ja, das machen die Hausmeister und das bin eben ich. Genau, und jetzt, was machen wir denn jetzt als nächstes? Wann kann es denn losgehen? Sie wollen ja morgen schon eröffnen. Ja, wir können Gott sei Dank eröffnen. Wir hatten noch ein kleines Problem mit der Heizung. Da war noch eine Pumpe kaputt, das haben wir gelöst. Jetzt haben wir schönes Wasser drin. Badewassertemperatur wird ungefähr 24 Grad sein und dann können die Gäste kommen. Aber leider, oben spielt es nicht ganz mit. Genau, 24 Grad Wassertemperatur. Uns interessiert natürlich auch die Lufttemperatur jetzt in den nächsten Tagen. Und ob das mit Wasser und Luft, ob sich das irgendwie miteinander verträgt, das sehen wir jetzt im Wetterbericht. Die Nacht wird mild mit Temperaturen zwischen 11 Grad im Landkreis Lindau und 13 Grad am Alpenrand. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus wechselnden Richtungen. Am Samstagvormittag scheint im gesamten Allgäu die Sonne, nur stellenweise ist es leicht bewölkt. Die Temperaturen pendeln sich bei 17 Grad ein, im südlichen Oberallgäu wird es bis zu 19 Grad warm. Regnen soll es nicht. Am Nachmittag wird es etwas wärmer, 19 Grad im Unter- und Ostallgäu, von Kempten bis zum Bodensee werden 20 Grad erreicht. Am Alpenrand werden es sogar 21 Grad. Es bleibt bei einem Mix aus Sonne und Wolken. Auch am Sonntag bleibt es unverändert, Sonne und Wolken wechseln sich ab und mit 22 Grad wird es wieder warm. Am Montag nimmt die Bewölkung zu und die Temperaturen ab, das Quecksilber steigt auf höchstens 19 Grad. Am Dienstag wird es dann nach und nach unbeständiger und kühler. 16 Grad und Regen, kaum Sonnenschein. Die nächste Woche wird schlechter. Für die anstehende Europawahl haben sich weniger Bürger als bei den letzten Wahlen für die Briefwahl entschieden. Hoffentlich kein Anzeichen dafür, dass die Wahlbeteiligung nochmal sinkt. Der Oberallgäuer Landrat Anton Klotz hat jetzt an die Bürger appelliert, unbedingt zur Wahl zu gehen. Aus Brüssel kämen immer mehr Vorgaben und Regeln. Es sei deshalb wichtig, dass die Meinung der Bürger dort wahrgenommen werde. Klotz wies auch darauf hin, dass auch viele Menschen mit Migrationshintergrund zur Urne gehen können, etwa alle, die einen deutschen Pass haben, Eingebürgerte, Spätaussiedler und alle EU-Bürger, die über 18 sind. Sie müssen allerdings im Wählerverzeichnis ihrer Gemeinde eingetragen sein und ihren Wohnsitz seit mindestens 2 Monaten im Wahlkreis haben. Umfassende Informationen zur Europawahl und ihrer Bedeutung für die Region bekommen Sie gleich. Meine Kollegin Christina Lessig hat sich darüber mit einem Experten unterhalten. Große Sicherheit, perfekte Dämmwerte und schickes Design. Schlanke Glasarchitektur für offenes, helles Wohnen. Fenster und Türen schick. Ihr Josco-Exklusivpartner fürs gesamte Allgäu. Vom Nordkap bis Sizilien, von Irland bis St. Petersburg. Mit Arnold erleben Sie die schönsten Reiseziele Europas. Preiswert, sicher und bequem. Angenehm reisen, gut erholen. Wählt eure bayerische Bierkönigin 2014-2015. Geht auf www.bayerische-bierkönigin.de und gebt eurer Favoritin eure Stimme. Auf eure Stimme warten Marie-Therese Walgenfels, Christine Lang, Andrea Lechleiter, Andrea Lindner,
Bettina Christine Rüger und Petra Zwilcher. Wer soll am 3. Juni die Bayerische Bierkönigin werden? Ihr habt die Wahl. Die Bayerische Bierkönigin 2014 präsentiert von Mein CW Fotobuch. Mein Leben. Große E-Bike-Spezialhausmesse vom 22. bis 24. Mai. Viele günstige Messeangebote und Testparcours. Testen Sie an 3 Tagen über 60 verschiedene Elektroräder im größten Zweiradcenter im Allgäu. Rad- und Rollercenter Heiß im Industriegebiet Nordmemmingen. Das Allgäuer Bier mit Herz. Jetzt neu. Erhältlich bei Feneberg und Kaufmarkt und in allen AZ-Servicecentern. Große Test- und Sparaktion zur Hausmesse am 17. Mai. Mit vielen Testsieger- und Hausmesseangeboten im größten Zweiradcenter im Allgäu. Rad- und Rollercenter Heiß im Industriegebiet Nordmemmingen. Am Sonntag ist es soweit. Dann dürfen wir unsere Stimme für Europa abgeben. Gestern haben bereits die Briten und die Niederländer ihre Kreuzchen gemacht. Bis Sonntag sind 400 Millionen EU-Bürger aufgerufen, wählen zu gehen und die Frage zu klären, welche Europaabgeordnete sollen uns in Brüssel vertreten. In den letzten Wochen sind die Parteien mit verschiedenen Themen auf Stimmenfang gegangen, zum Beispiel mit der Zuwanderung oder dem Freihandelsabkommen. Auch gestern Abend ging es um die Europawahl beim Vortrag von Dr. Friedrich Heinemann in Memmingen. Meine Kollegin Christina Lessig hat nachgefragt. Von Europamüdigkeit war an diesem Abend in Memmingen nichts zu spüren. Ganz im Gegenteil. Der Sitzungssaal im Rathaus war gut gefüllt. Das Thema des Vortrags hatte den Geschmack der Allgäuer getroffen. Europa vor der Wahl, die Herausforderungen der EU für 2014 bis 2019. Der Referent Dr. Friedrich Heinemann vom Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim. Erst kein Unbekannter in Memmingen, bereits zum 4. Mal ist er der Einladung des Europabüros gefolgt. Aus der Sicht eines Ökonomen beleuchtete Heinemann diesmal 3 Bereiche, die Wachstumspotenziale der EU, den EU-Haushalt und den Euro. Und jetzt freue ich mich, dass ich einige der Themen mit Dr. Friedrich Heinemann vertiefen kann. Ja, fangen wir vielleicht mit der einen Frage an. Wie wichtig ist diese Wahl für Europa? Ja, durch eine Wahl geben Wähler auch einer Gemeinschaft Legitimation. Insofern ist es sehr wichtig, dass auch viele Wähler von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen. Es wird so oft bemängelt, dass Europa zu wenig demokratisch legitimiert ist. Aber am Ende entscheiden das auch die Wähler, ob sie zur Wahl gehen oder nicht. Ein großes Wort bei dieser Wahl ist das Thema Freihandelsabkommen. Können Sie vielleicht für einen Laien kurz erklären, was sich dahinter verbirgt? Ja, bei der Idee eines transatlantischen Freihandelsabkommens geht es darum, im Prinzip die ganzen Hindernisse, die es immer noch im Handel zwischen Nordamerika, zwischen den USA und Europa gibt, abzubauen. Im Grunde liegt das in der ganzen Logik der europäischen Integration, weil Europa wollte nie eine Festung sein, die nach außen zu ist, sondern auch nach außen geöffnet ist, im Inneren Handel treibt, aber eben auch mit dem Rest der Welt Handel treibt. Und da ist es eigentlich ein ganz naheliegendes Projekt, mit so einem wichtigen Handelspartner wie den USA jetzt einen weiteren Schritt nach vorne zu machen und Zölle und sonstige Handelshemmnisse abzubauen. Warum ist die Skepsis so groß in Bezug auf ein Freihandelsabkommen? Also man hört, dass viele Institutionen, Parteien sich dagegen aussprechen. Woran liegt das? Ja, das sind seltsame Reflexe, ne? Denn wir haben eigentlich in Europa gelernt, dass wir auf Dauer immer davon profitieren, wenn wir uns der Welt öffnen. Aber es gibt heute natürlich auch aufgrund der, ich denke, der Krisenjahre, es gibt ein gewisses Misstrauen auch gegen offene und freie Märkte. Aber man muss eben genau hingucken. Es gibt natürlich Risiken, man wird Kompromisse machen können. Und eine große Besorgnis ist natürlich, wenn die Europäer mit den Amerikanern verhandeln, da werden auch bestimmte Interessen im Spiel sein. Und die Sorge ist, wenn die Europäer wirklich ihre Interessen wahren können. Bei allen Bedenken darf man aber nicht vergessen, dass so ein Freihandelsabkommen wirklich den Menschen helfen kann, nicht nur der Wirtschaft helfen kann, sondern den Menschen helfen kann, gerade in den europäischen Krisenländern, weil alle ökonomischen Analysen sagen uns, das wird das den Wohlstand, die Beschäftigung in allen EU-Staaten nach oben schrauben können. Jetzt nicht in den Himmel schrauben können, aber doch nennenswert nach oben schrauben können. Daher ist das schon eine Chance, die die Europäer sehr ernst nehmen sollten und nicht leichtfertig jetzt mit allen Bedenken von Anfang an vom Tisch wischen sollten. Ist ja auch insofern wichtig, dass in vielen europäischen Ländern auch die Arbeitslosigkeit sehr hoch ist, gerade bei Jugendlichen. Das heißt, da ist eine Chance für die Wirtschaft?
Ja, genau, das ist der Zusammenhang. Man kann nicht auf der einen Seite die hohe Arbeitslosigkeit in Südeuropa beklagen und auf der anderen Seite so eine Chance, die sich jetzt durch ein Freihandelsabkommen bietet, einfach verstreichen lassen. Das wäre eigentlich unverantwortlich. Und ich sage nochmal, hier geht es nicht nur um wirtschaftliche Interessen von irgendwelchen großen Unternehmen, das ist ja auch immer so die Sorge, sondern es geht wirklich darum, wie kann man jetzt was für Wachstum und Beschäftigung in allen EU-Staaten tun. Und da wissen wir halt immer, Handel zu intensivieren ist da immer ein sehr gutes Mittel. Es gibt auch eurokritische Worte in diesem ganzen Wahlkampf, die sich gegen den Euro und die Rückkehr zur D-Mark aussprechen. Was sagen Sie dazu? Ist das eine Richtung, ein Weg? Ja, ich glaube nicht, dass das ein Weg ist, obwohl man natürlich Verständnis dafür haben muss. Also der Euro hat in den letzten 4 Jahren nicht gerade Werbung gemacht. Wir sind durch wirklich eine tiefe Krise gegangen. Die Krise hat auch viele Fehler offengelegt, die wir in der Eurozone hatten von Anbeginn. An denen arbeitet Europa aber mit Hochdruck. Also mein Ansatz wäre eher, wir müssen aus der Krise lernen, Korrekturen vornehmen, die Spielregeln präzisieren, unter denen wir in dieser Währungsunion zusammenarbeiten. Aber dann bleibt der Euro ganz klar ein positives Projekt, was uns auch weiterhin dann Vorteile verschaffen wird. Den Euro rückabwickeln ist ein enorm riskantes Szenario, was eigentlich kaum jemand verantworten möchte. Insofern sollte man da, also zu kritisieren ist immer leicht, aber die Schlussfolgerung zu ziehen, das müssen verantwortungsvolle Politiker, ist dann eine ganz andere Sache. Und ich denke, zu den Schlussfolgerungen gehört, der Euro bleibt, wir müssen nur seine Rahmenbedingungen verbessern. Welche Aufgaben kommen denn in den nächsten 5 Jahren auf die EU noch zu? Ja, wir wissen das meistens ja gar nicht genau, welche Aufgaben kommen, weil dann gibt es neue Entwicklungen, Ukraine-Krise oder so, die wir vielleicht gar nicht so haben kommen sehen. Aber ich denke, Europa muss jetzt den Bürgerinnen und Bürgern zeigen, dass es ihnen wirklich nützt. Ja, denn wir sollten nicht immer nur an europäischen Idealismus appellieren. Es ist schön, wenn wir den haben, aber wir sollen auch zeigen, Europa hat wirklich handfeste Vorteile. Und da kann Europa noch eine ganze Menge mehr machen. Zum Beispiel gibt es Felder, wir haben auch in unserer Forschung das beleuchtet, etwa europäische Außenvertretungen, Konsulate, Botschaften. Da könnten die europäischen Staaten wirklich viel Geld sparen und die gleiche Leistung erbringen, wenn man hier viel stärker zusammenarbeitet. Und das ist nur ein kleines Beispiel. Eine europäische Verteidigung wäre so ein anderes Projekt. Also Europa sollte sich viel offensiver um Felder kümmern, wo es wirklich den Wählern auch zeigen kann, hier helfen wir euch, mit eurem Geld sparsamer umzugehen. Vereinigte Staaten von Europa, wird es das mal geben? Ich glaube, das ist ein ganz langer Weg, denn wenn man mal ganz ehrlich ist, viele Menschen in Europa wollen Zusammenarbeit, sie wollen auch ein bestimmtes Maß an Integration, aber die wenigsten wollen eigentlich wirklich, dass Entscheidungen über Sozialsysteme, über Rente, über Krankenkasse, über wirklich fundamentale Dinge alle in Brüssel getroffen wollen. Also ich glaube, wir haben eine große Mehrheit auch dafür, die sagen, einen sehr behutsamen Weg der Integration zu gehen. Und auch darauf sollte Europa achten, dass es die Menschen auch nicht überfordert und auch die Unterschiedlichkeiten, die wir haben, die auch manchmal eine Stärke sind, respektiert. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Herr Heinemann. Vielen Dank. Und dann natürlich der Appell an dieser Stelle, gehen Sie am Sonntag wählen. Nutzen Sie Ihr Wahlrecht. Und damit zurück ins Studio. Und jetzt starten wir direkt hinein ins Europawahlwochenende. Am Montag sehen Sie dann hier einen ausführlichen Bericht dazu. Vergessen Sie nicht unser Gewinnspiel. Da gibt es tolle Preise zu gewinnen. Ein Sommerurlaub für 2 in Lech-Zürs am Arlberg, einen Gutschein für das Casino Kleinwalsertal und Einkaufsgutscheine vom Allgäu-Outlet und Alpsee-Outlet. In der Beilage der Allgäuer Zeitung finden Sie den Gewinncoupon zum Mitmachen oder Sie schicken uns eine E-Mail mit Ihren Daten an redaktion@allgäu-tv.de. Ich hoffe, Sie schauen auch morgen rein bei uns und natürlich am Montag zur aktuellen Ausgabe von ATV Nachrichten, dann mit meiner neuen Kollegin Tosca Maria Kühn. Alles Gute für Sie und ein schönes Wochenende.